Aloha! Bin hier im Dschungelparadies. Hallo, hallo! Ich habe leider nur noch ganz wenig Akku und wollte euch jetzt aber teilhaben lassen an meinem traumhaften, paradiesischen, super schönen Abend. Wir machen gleich ein Lagerfeuer hier an der Donau. Und hier gibt es auch einen schönen Bach. Ganz glitzerfunkel, eiskalt. Der fließt hier in die Donau. Da bist du vor. In die schöne Donau. Ja, und wir sind hier auf diesem Planeten Erde, um zu genießen und zu brennen, unser Herzensfeuer zu leben. Seit gestern bin ich voll im Thema wieder drin, voll im Thema drin, zu inspirieren, zu ermutigen. Jetzt ist einfach die absolute Zeit. Die absolute Zeit, endlich das zu tun, was du schon immer tun wolltest, wofür du brennst, was deine Gaben ist und dich zu trauen. Zu trauen, zu springen in dein wundervollstes Leben, in deinen wunderschönsten Fluss, wieder heimzukehren in die große Donau, zu sprudeln, zu funkeln, zu sprühen. Und wirklich das zu tun, den ganzen lieben langen Tag lang, was dein Herz will, was deine Seele will, was dein Sein will und wer du bist, in Wahrheit zu leben. Und so viele Menschen, die ich einfach gerade erlebe, begleite, die immer noch in dem System Gedanken festhängen, festsitzen, einfach aus Gewohnheit oder aus dem Gefühl von, es ist die einzige Möglichkeit, wie der ganze Laden läuft, die einzige Möglichkeit, wie sie ihr Haus abbezahlen können, die einzige Möglichkeit, wie ihre Familie versorgt ist, die einzige Möglichkeit, um hier irgendwie Sicherheit zu haben, ist, irgendeinen Job zu machen, der schon eh schon ganz okay ist und den man ja eh gut beherrscht und mit dem man gutes Geld verdient, relativ. Und vor allem eine gewisse Sicherheit hat und vielen wird jetzt immer mehr bewusst, dass diese Sicherheit wirklich nur eine Scheinsicherheit ist, ja, weil einfach alles jetzt dahin fließt. Es geht einfach den Bach runter. Im schönsten Sinne. So nach und nach lösen sich die festen, starren Strukturen des Systems und viele kriegen es auch mit der Angst zu tun. Und ich bin hier, um zu ermutigen, wirklich deinen Weg zu gehen. Ich habe es schon immer so gemacht. Mein ganzes Leben lang habe ich es immer schon so gemacht und ich werde es auch weiterhin tun und ich werde so viele von euch mitnehmen, weil das ist das, wofür ich da bin. Ja? Euch Mut zu machen, das kann jeder. Und stell dir eine Welt vor, eine Welt, in der wirklich jeder seine wahre Gabe lebt, seine wahre Identität lebt, sein wahres Wissen lebt. Ja? Nichts mehr abschneidet, nicht mehr anpasst, nicht mehr so tut, als wäre er kleiner, als wäre er unauffälliger, um irgendwie dazuzugehören, um irgendwie da reinzupassen in diese viel zu enge Schublade, nur um Sicherheit zu haben, um das Gefühl von getragen sein zu haben. Wie wäre es, wenn du dich vom Leben tragen lässt? Wie wäre es, wenn du immer wieder mutig, ohne es zu wissen, vom Kopf her springst? Immer wieder in den nächsten Schritt, immer wieder in das Nächste, was ansteht. Dich immer wieder deinem Herzen, von deinem Herzen leiten lässt, von deiner Seele führen lässt. Und wie ist diese Welt, wenn das alle tun? Voller Synchronizität, voller sogenannter Zufälle, voller Situationen, wo es dir einfach zufällt. Ja? Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel mir jeden Tag zufällt, ja, wenn ich wirklich meiner Intuition folge, was ich auch nicht immer tue, weil ich es einfach auch nicht immer schaffe, weil ich auch ein Mensch bin und Muster und Fehler und was weiß ich für Geschichten am Laufen habe. Aber wenn ich es schaffe, dann fällt mir alles zu.
dann klingelt es ständig an der Tür. Und nicht nur sprichwörtlich, sondern mir fällt die Ernte, die Gurkenernte, mir fällt die Apfelernte, mir fällt die Kartoffelernte, mir fällt alles zu. Die Dinge kommen einfach. Die Möbel kommen, die ich brauche. Die Unterstützung kommt, die ich brauche. Alles ist einfach da, wenn ich mir das erlaube. Und ich gehe einfach weiterhin mutig voran. Das bedeutet nicht, immer nur am Bach zu liegen und in den Himmel zu schauen, ja, sondern auch die Impulse, die kommen, und auch wenn sie unbequem sind, wirklich umzusetzen, zu springen. Und auch wenn es unbequem ist, auch wenn es anders ist, auch wenn es nicht das ist, was alle tun, und auch wenn du dann auffällst damit, und auch wenn du dann derjenige bist, der wieder anders ist, der wieder nicht dazu gehört und dadurch vielleicht auch ein Gefühl von Einsamkeit kommt und von immer muss ich vorangehen. Ja, es gibt uns Pionierseelen und wir können uns heute verbinden und wir verbinden uns heute und wissen umeinander, unterstützen und begleiten uns. Ich freue mich so megamäßig, zu diesen Menschen, zu diesen mutigen Seelen zu gehören, weil ich einfach, ihr seht es, auch zu denen gehöre, die volle Kanne im Glück baden. Ja, wenn ich es mir erlaube, bade ich einfach im Glück, in der Schönheit, in der Erfüllung, mit den allerursprünglichsten, einfachsten Sachen. Mit oder ohne materiellen Reichtum, ja, spielt keine Rolle. Ich bin hier und ich fühle mich umgeben von purem Gold und ich bade in purem Gold, wenn ich in diesen Bach jetzt gleich wieder hineinsteige. Und ich bade in purem Gold, wenn die Sonne auf meine nackte Haut hier scheint. Fühlt euch ganz, ganz von Herzen geliebt, verstanden, begleitet. Und schreib mir einfach, ja, wenn du dich unterstützen lassen möchtest. Ich bin jetzt noch eine Woche für Einzelarbeit zu haben, dann 3 Wochen. Im güldenen arbeitsfreien Urlaub und danach voll gerne wieder Anfang September für euch da. PM me for more love and more support, denn ich bin schon immer vorausgegangen und für mich ist das so selbstverständlich, dass ich manchmal sogar vergesse, dass es da draußen so viele Menschen gibt, die sich jetzt auf den Weg machen und jetzt das Neue bauen und jetzt für das Neue gehen. I am with you. Sowieso im Herzen, und wenn du mehr davon möchtest, schreib mir einfach. I love you. Greetings from Paradise. Wir machen jetzt Lagerfeuer und vegane Bratwürstel und selbst geerntete Frühkartoffeln im Feuer. Das Leben ist so schön. Mit all den Höhen und Tiefen. Yes, mit all den Höhen und Tiefen. Wie der Wasserfall. Da, wo es wieder bergab geht, ist es so sprudelig und funkelnd und lebendig. Und es fließt einfach weiter in das nächste Becken und in das nächste Becken und in das nächste Becken und in den nächstgrößeren Fluss und in den nächstgrößeren Fluss und schließlich und endlich ins Meer. Und dann steigt es wieder auf in die Wolken und regnet wieder segensvoll herab. Ein endloser, wunderschöner Kreislauf, wo einfach alles seinen Platz hat. Danke, danke, danke. Wunderschönes Leben. Bis bald.